Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es Struffoli. Struffoli sind klitzekleine frittierte Teigbällchen in Honig gewälzt und mit Zuckerstreuseln und wer mag, mit kandierten Früchten dekoriert. Die italienische Süßigkeit kommt aus der Region Neapel. Zumindest lese ich das so im Internet und ich benötige sie für eine Tortendeko, die ich in meinem nächsten Video zeige. Heute gibt es erstmal das Rezept für die leckeren kleinen Teigbällchen. Los geht's! Zunächst wird der Teig zubereitet. Dieser besteht aus Mehl, geschmolzener Butter, Zucker, Salz, Orange. Davon wird die Schale und auch der Saft benötigt und Eier. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr verlinkt hier unter dem Video in der Infobox. Das Mehl kommt mit Zucker und Salz in eine Rührschüssel. Dazu kommt nun der Orangenschalenabrieb, Eier, die geschmolzene Butter und der Orangensaft. Die Zutaten werden nun am allerbesten mit den Händen zu einem Teig verknetet. Ich mache das zunächst in der Schüssel, bis die Zutaten grob zusammengekommen sind, gebe den Teig dann auf die Arbeitsfläche und knete ihn dort mindestens 5 Minuten durch, so lange, bis alles schön und glatt zusammengekommen ist. Dann wird der Teigling auf der Arbeitsfläche abgedeckt und darf mindestens 30 Minuten ruhen. Nach der Ruhezeit wird der Teig in Stücke geteilt. 6 bis 8 Stücke, macht sie nicht zu groß, damit die Stränge nicht ganz so lang werden. Jedes einzelne Stück wird nun auf der Arbeitsfläche zu einem Strang von etwa 1 bis 1,5 cm Durchmesser gerollt. Das benötigt ein wenig Druck und vor allem auch Geduld, denn die Stränge schnurren immer mal wieder zusammen. Und wenn sie zu stark zusammenschnurren, dann lasst sie einfach noch ein paar Minuten liegen, bevor ihr sie weiterrollt. Sobald alle Stränge gerollt sind, werden sie direkt nebeneinander gelegt und werden dann am besten mit einer Teigkarte in etwa 1 cm Stücke geteilt. Die Stücke kleben eventuell ein bisschen zusammen. Diese werden einfach voneinander getrennt und kurz auf der Arbeitsfläche liegen gelassen. In der Zwischenzeit wird Öl auf 180 Grad in einem weiten Kochtopf erhitzt. Ein Thermometer für das Öl ist auf jeden Fall von Vorteil und empfehle ich auch. Denn ist das Öl zu kalt, saugen sich die Teiglinge nur voll und frittieren nicht richtig. Ist das Öl zu heiß, werden sie zu dunkel und verbrennen. Dann werden die Teiglinge nach und nach vorsichtig mit einer Schaumkelle in das heiße Öl hineingegeben und goldbraun frittiert. Am besten dabei stehen bleiben, das dauert nämlich überhaupt nicht lange. Ich kontrolliere sie immer wieder, indem ich sie hochhebe und frittiere sie so lange, bis sie goldbraun sind, nehme sie anschließend heraus und lasse sie auf einem Stück Küchenkrepp abtropfen und auskühlen. Sobald die Struffolis fertig frittiert sind, wird der Honig zubereitet. Darin werden die Struffolis nämlich noch komplett gewälzt. Hierfür wird benötigt Honig, Zucker und Bio-Orange. Statt Orange könnt ihr das Ganze natürlich auch in der Zitronenvariante mit Zitrone zubereiten. Hier seid ihr aber ganz flexibel. Für die Deko wird noch benötigt bunte Zuckerstreusel und, wer mag, Orangeat oder für die Zitronenvariante Zitronat. Der Honig kommt zusammen mit Zucker, Orangenschalenabrieb und Orangensaft in einen weiten Kochtopf und das Ganze wird einmal aufgekocht, anschließend vom Herd heruntergenommen. Die frittierten Struffolis werden hineingegeben, gut umgerührt, sodass sie komplett mit der Honigmasse bedeckt sind und dürfen ganz kurz auskühlen, bevor zuletzt Orangeat und die bunten Zuckerstreusel noch gut eingerührt werden. Das Rezept zum Nachlesen gibt es auf meinem Blog nicoleszuckerwerk.de. Den Link findet ihr jetzt gleich am Ende des Videos und auch in der Infobox. Ganz viel Spaß beim Nachmachen!